Guten Tag, liebe Unicorns of Love-Fans. Mein Name ist Anfer. Ich sitze hier mit meinen wunderbaren Freunden Steve und Lucid. Erstmal ein Riesen. Nein, Spaß. Ich mach neu. Okay. Herzlich willkommen, Leute. Wir machen heute die BCL-Tierlist zusammen mit mir, Kenny und meinem Vater, oder beziehungsweise unserem Vater Steve. Hallo. Hallo. Wir stellen jetzt zusammen eine Tierlist zusammen aus den aktuellen Teams der BCL und werden darüber ein bisschen diskutieren. So, Attex habe ich, also ich habe das schon gemacht, so mit Reinschreiben und so, deswegen, ich, ne? Ihr seht es ja. Rex, UL Buff. Attex, ja, ich würde sagen, von meiner Auffassung her, starke Spieler, junges Team, keine Disziplin. Ich kenne tatsächlich nur drei Leute von Attex. Aber, sind gute Jungs. Magnus, ja. Baumi. Und Demi, den werde ich auf jeden Fall ein bisschen ins Gesicht treten auf dem Server, denke ich. Ja, die haben aim-starke Spieler, ne? Egal. Also wirklich aim-starke Spieler. Demi kriegt trotzdem mal die eine oder andere Kelle. Ja, ja, das ist halt wiederum nicht ein aim-starker Spieler, der Richtig. Hat halt eher das Kopf. Ja. Richtig. Okay, das Interessante ist jetzt halt wirklich CGN, ne? Weil ich habe keine Ahnung, wo ich CGN einordnen kann, weil ich das Roster absolut nicht kenne. Da kann man nicht viel zu sagen, ne? Ich würde sagen, CGN ist sowieso so ein bisschen, was Banter angeht, mit Unicorns immer schon am Start gewesen ist, würde ich sagen, dass wir den richtig auf den Sack gehen. Ja, würde ich auch sagen. Die können jetzt über Starspiele holen oder können doch einfach mal jetzt ein Split gar nichts reißen, weil du halt einfach keinen kennst, keine Ahnung. Ist ja auch nichts durchgesickert. Ja, deswegen ist CGN ziemlich schwer einzuordnen, ne? Ja, mach einfach bei, wir nerven euch richtig. Ja, die werden auch richtig nerven mit ihrem Contact-Play. Wir werden sie nerven. Gegen uns kannst du nicht contacten, weil wir alles pushen. Okay, Ovation. Davon kennt man, also ich kenne bis jetzt nur drei Spieler. Die tracken halt die ganze Zeit so miteinander und deswegen gehe ich einfach davon aus. Wir können ja nur davon ausgehen, so, wie das was da aussehen könnte. XUL-Buff. Halt davon. Der also, ist ein verdammter XUL-Buff. Ich sag zu Ovation auch noch ein paar Worte. Ovation hat ihre zwei einzigen Spieler weggegeben, die sie durch die ganze WCL die letzten Jahre getragen haben. Und deswegen, ja, muss Matrix und Eleon müssen ein bisschen zittern, glaube ich. Okay, also bei Wisen habe ich jetzt einfach schon unten eine Kategorie gemacht. Ja, Logo Debuff. Weg. Gar nicht also viel drüber reden. Ganz schön, ja. Gar nicht viel drüber reden. Nee. So, dann wir jetzt. Schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig, weil ich glaube, wir gehen richtig vielen Teams, werden wir richtig auf die Eier gehen. Natürlich werden wir gegen so Full-Prag-Teams wahrscheinlich nicht so eine Schnitte sehen. Natürlich. Aber wir werden die richtig abfacken, was halt sehr geil ist. Puh, ist schwer, ich ne? Ich würde sagen Playoffs. Ich würde auch sagen Playoffs, einfach nur, weil ich es mir selber beweisen will. Und ich bin der Überzeugung, dass das Schlimmste ist, zu spielen gegen ein Team, gegen das du dich nicht vorbereiten kannst. Und gegen uns kannst du dich nicht vorbereiten. Wir sind halt einfach unberechenbar und wir können alles schießen. Und ich glaube, das wird die einfach abfacken, weil deren Sachen nicht aufgehen werden. Deswegen sage ich Playoffs oder Contender. Ja, ich gebe Kilian schon recht. Also Playoffs ist wahrscheinlich gecapped so, aber ja. Contender, keine Ahnung, also Mitte auf jeden Fall irgendwo. Entweder XUL-Buff quasi jetzt vom Tier her oder halt Contender. Weil wie Killy schon sagt, ist schwierig so. Wenn du gegen so einen Park spielst, es kann alles passieren. Das ist halt sehr, sehr schwierig, irgendwas zu. Man kann uns auf jeden Fall nicht anti-threaten und das ist schon mal viel wert eigentlich. Aber okay, ich schreib mal mit / XUL-Buff. Dann würde ich uns in die Mitte packen. Ja. Würdet ihr euch vor Ovation oder Attex sehen? Vor Attex auf jeden Fall. Oh, vor Ovation nicht. Ich glaube, Ovation ist noch ein Stück vorne. Ja, würde ich auch sagen. Oh, Attex. Okay. Machen wir weiter. Auf jeden Fall die Sacken. Mit SK. Das Lineup ist ja schon bekannt von SK. SK, sag ich dir, wie es ist. Junges Team. Aber überzeugt mich persönlich nicht bei so einem großen Namen. Du kannst vom Namen her fünf wirklich krasse Spieler haben. Und die spielen aber im Team halt nicht gut zusammen. So, die harmonieren halt gar nicht zusammen. Ja. So, das also, ich meine, da spielt ein Muri, ein Klick. Ein Barty, ein Felix und ein Meadow. Das sind gute Namen. Gerade Meadow, der VCT gespielt hat. Muri, der auch schon sehr lange dabei ist. Ja, gute Namen und gute Spieler. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie glaube ich, die bringen es nicht so weit. Aber ja, ich auch. Ich glaube, die harmonieren nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ich weiß nicht, wie die untereinander sind. Aber ich glaube, diese Charaktere in dem Team, die sind einfach nicht voneinander bestimmt. Ich denke auch, wir würden die richtig schnell. Also ich würde die bei richtig nerven anschufen. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, da sind ein paar Hitzköpfe mit bei, die wir richtig abfacken, wenn die gegen uns halt aufs Maul kriegen. Oder ein paar Runden verlieren. So, wir werden die richtig nerven. Ja. Ich glaube, wir schießen Felix ein paar Ficklocken vom Kopf. Ach, Junge. Fokus wollen wir nicht diskutieren, oder? Nee, Logo Debuff. Playoffs. Ja.
Playoffs. Ey, aber ich sag dir, Fokus hat auch gekracht, ne? In dem, ja, in ich wollte gerade sagen, ich fand die nicht stark. Ich fand die überhaupt nicht stark im Qualifier. Fokus auch gut gekracht, ja. Aber ein safe Playoffs eigentlich. Ich meine, vier Teams, da wird Fokus dabei sein, safe. Ja, aber also jetzt finde ich es halt interessant. Also Fokus müssen wir halt nicht drüber reden, ne? Aber ich würde kurz auf Devisen, würde ich nach vorne machen. Ich würde Devisen legit als Contender hinmachen. Ich würde die nicht in die Playoffs machen, aber ich würde sie als Contender hinpacken, weil was sie halt gespielt haben, war gut, war nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da sind ja auch schon ein paar Leute dabei, die man kennt, ne? Ich meine, guck mal, sind auch sehr lange jetzt schon dabei. Auch ja, in der VCL. Ja. SP Mac, auch sehr guter Spieler. Und vor allem finde ich es witzig, dass da Kirby einfach dabei ist als Stand. Einfach Kirby. Kirby ist als Stand drin? Ja, Kirby ist als Stand drin, wenn es ja, stimmt, der, zumindest der, auf der Seite. Der Crouch Spray, Alter. Der CS Crouch Spray in den Fies. Damit ist ein junges Talent. Und ich glaube, wenn der. Bei mir ist es so, ich denke so bei Click und Summit, bei beiden, dass die beide extrem kranke junge Talente sind. Und der sollte einfach das machen, was Click nicht gemacht hat und Disziplin haben. Ja. Und wenn er das macht, dann wird Summit ein neuer Stern am Himmel, glaube ich. Das ist das größte Problem bei den jungen, talentierten Spielern. Diesen Kopf, dieses Ego-Pieken und alles nicht aus dem Kopf kriegen. Ja, diese Disziplin, genau. die einfach fehlt. Die brauchen einfach wirklich, eigentlich brauchen die einen Coach, der halt wirklich krass durchgreift. Ja, der wirklich auch die Finger haut und wirklich mal auch nicht anbrüllt, aber mal hart ist dann zu dem und sagt, du musst aufhören zu pieken. Damit, wenn du das hörst, von alten Hasen, auch mal auf den Coach hören. Gut. Maus, also ihr habt das Wasser von Maus gesehen, ne? Ja. Das ist bodenlos. Und natürlich, wir haben ja gesagt, so, ja, man kann ja 5 krasse Namen haben, aber das Ding ist halt bei denen, ist es nicht so wie bei SK, also da habe ich nicht so das Gefühl wie bei SK, dass es da krachen könnte, sondern ich höre mir dieses Team an, ich sehe dieses Team von den Spielern her und ich weiß, die werden auf jeden Fall was reißen. Ich glaube, bei Maus brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Krasses Team. Maus, sage ich nur eins und das geht direkt an dich, Obnox. Eier. er weiß, was ich meine. Gut, dann haben wir Frankfurt. Frankfurt, auch Playoff safe. Sehr starkes Team. Also Frankfurt Team. Ist für mich Frankfurt vor Fuchs und Maus. Ja. Frankfurt für mich auch das stärkste Team. Maus? Ja. Ja, safe. Frankfurt für mich auch safe das stärkste Team. Für Bucher für mich auch sehr underrated. Bucher sehr krank und dann noch mit Lacker und so. Ja. Warum nichts zu sagen? Tenerki hat komplett abgerissen. Es war Project V, aber er hat komplett abgerissen. Er hat alles gefickt und er hatte auch schon VCL-Erfahrung. Leosen für mich eh der beste VCL-Spieler des Teams gewesen. Also bei Frankfurt brauchen wir wirklich viel reden. Die jungen Talente mit Lacker als krassem IGL an der Hand. Vergessen. Wenn Enes und Lacker zusammen die ganze Zeit callen und harmonieren, Digga, das ist insane. Du hast für jede Runde hast du einen Plan, für jede Runde hast du einen Second Plan, für jede Runde hast du einen dritten Plan und dann auf CT-Seite hast du auch für jede Runde hast du verschiedene Strats, die irgendwie klappen könnten. So, dieses Callen ist einfach insane. Also die Kombination ist sehr geil. Aber ja, okay, nee. Sivi macht das Outro, würde ich sagen. Was? Was soll ich machen? Das Outro. Ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Für mehr Unicorns hier Content einfach mal ein Follow da lassen und so. Tschüss. Thank you.